Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Fest der Auferstehung unseres Herrn. Ja, ich habe bewusst diesen Gruß gewählt, nicht gleich frohe Ostern, denn wir begrüßen uns mit dem Wort frohe Ostern. Aber Sie wissen, seit Jahren ermutige ich uns, dass wir uns mit einem anderen Gruß begrüßen, dass wir uns bewusst machen, was wir eigentlich an diesem Fest feiern. Und ja, deshalb versuchen wir vielleicht mal zu sagen, ein gesegnetes Fest der Auferstehung oder vielleicht so wie die ersten Christen und auch die orthodoxen Christen noch heute begrüßen sich auf diese Weise. Also der eine begrüßt, Christus ist auferstanden, und die anderen antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn das zu lange ist, dann kann man auch einfach Halleluja sagen. Wir haben das schon gemacht die letzten Jahre, als ich nach den Ostergottesdiensten Ihnen die Hände gedrückt habe. Übrigens, am Sonntagnachmittag habe ich immer so ein bisschen Muskelkater in der Hand. Und das war ein schönes Gefühl. Da haben wir uns auch ja mit Halleluja begrüßt. Und so vielleicht bei diesem Gruß denken wir an den auferstandenen Jesus. Denken wir auch daran, dass wir alle nach dem Tod auferstehen werden zu neuem Leben. Aber besonders in dieser Zeit denken wir nicht nur an das Jenseits, sondern auch an das neue Leben nach der Krise. Ich bitte unseren Herrn, dass er uns die Hoffnung schenkt, dass wir auch vielleicht nach dieser Krise umdenken. Dazu möchte ich mit Ihnen ein Lied singen. Singen Sie mit mir und beten wir unseren Herrn in diesem Sinne, im Sinne des Liedes. Wir wollen aufstehen zum Leben, steht auf, steht auf. Wir wollen aufstehen zum Leben, steht auf, steht auf. Steht auf, steht auf, steht auf vom Tod.